Diese smarten Verschlüsse haben zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind magnetisch und lassen sich mit einer Hand öffnen sowie schließen. Und das ist der Mann hinter der genialen Idee. Joachim Fiedler, 55 Jahre alt, hauptberuflich Erfinder. Ich wollte ja eigentlich nur ein Problem für mich selber lösen. Und als ich dann den Prototypen hatte, merkte ich, das funktioniert nicht nur, das macht Spaß. Und da habe ich gedacht, da mache ich was Großes draus. Seine Erfindung kennen Menschen auf der ganzen Welt. Einen speziellen Verschluss namens Fidlock. Doch die meisten wissen gar nicht, dass sie täglich Joachims Verschluss nutzen. Denn größere Unternehmen kaufen sein Produkt, um ihres zu perfektionieren. Immer mehr Hersteller werden auf die Erfindung aufmerksam und kommen auf Joachim zu. Unter anderem ein bekannter Sneaker-Hersteller mit einer Designer-Edition. Und da ist Fidlock dran mit der Motorradhelmschnalle. Ich glaube, der Einstiegspreis waren 600 Dollar, aber Sammlerwerte liegen, glaube ich, inzwischen weit darüber. Mittlerweile ist er der Meister der Verschlüsse. Er hat in seinem Hauptstandort in Hannover 100 Mitarbeiter und in mittlerweile 36 Ländern Vertriebspartner. Alles fing mit einem simplen Problem an. Joachim ist ehemaliger Profi-Cellist und Cellos sind alles andere als handlich. Alle Cellisten kennen ein Problem und das ist folgendes. Man kommt von der Bühne, hat Cello und Bogen und will jetzt den Bogen zuerst reintun. Und da ist normalerweise so ein blöder Druckknopf und hier muss ich hier mit dem Knie, und wenn ich aufgeregt bin und so, das fand ich nicht cool. Joachim macht sich ans Erfinden und es entstand ein einhändig bedienbarer Verschluss für den Cellokasten. Den Prototypen seines ersten Versuchs hat er immer noch. Das Geheimnis, ein Magnet. Und für Joachim löste es ein kleines, aber nerviges Problem. Jetzt habe ich zwei Hände fürs Cello, kann das ganz in Ruhe da reinmachen. Und der hier ist jetzt natürlich auch ein Fidlock. Joachim war als Cellist auf der ganzen Welt unterwegs, aber eigentlich war er schon immer ein Tüftler. Zwar ist aus der Idee des vierjährigen Joachims, einen Mähdrescher zu erfinden, der vorn Korn drischt und hinten Marmeladenbrote ausspuckt, nichts geworden. Doch mit 16 hatte er schon die erste ziemlich gut umsetzbare Idee. Denn Radfahren mit dem großen Cellokasten ist nicht einfach. Es musste eine Lösung her. Und dann bin ich zum Schrottplatz, hab mir Autosicherheitsgurte geholt, hab Fahrradspeichen für D-Ringe gebogen, hab mir aus Konservendosen Blech geschnitten und damit angefangen zu experimentieren, bis es für mich gut genug war, dass ich Fahrrad fahren konnte. Er war so überzeugt von seiner Idee, dass er sie professionalisieren wollte. So setzte er sich an die Nähmaschine und besorgte bessere Materialien. Am Ende wollten auch andere Cellospieler einen Fiedler-Tragegurt haben. Das sitzt nämlich jetzt super bequem. Ich habe die Beine frei, kann zur Bushaltestelle laufen und vor allem kann ich auch Fahrrad fahren. Komm da ganz bequem drauf. Ab geht's in die Philharmonie. Mittlerweile sind aus Tragegurten und Magnetverschlüssen ganze 400 Patente geworden. Diese Schränke sind komplett voll mit Joachims Erfindungen. Dies hier ist tatsächlich das erste Patent, wo Fidlock was mit zu tun hat. Das ist das Patent vom Bogenhalter. Danach habe ich 3 Wochen mich hingesetzt und 1500 Patente durchgelesen vom Stand der Technik. Und habe gemerkt, da gibt es noch nicht viel in dem Bereich Magnet und mechanische Verschlüsse. Und habe dann gesagt, so, da gebe ich richtig Gas. Innerhalb von 15 Jahren eroberte Joachim den Markt. Und alle Verschlüsse tragen seinen Namen. Fid für Fiedler und Lock für Schloss. Kurz und prägnant, findet Joachim. Der Weg zu 400 Patenten war lang. Ein wichtiger Meilenstein, der Schulranzenverschluss. Der Produktdesigner eines großen Herstellers wurde auf Joachims Verschlüsse aufmerksam und kam auf ihn zu. Der hat gesagt, hat die Fantasie zu sagen, mach uns doch daraus einen Schulranzenverschluss. Und von da ging es dann so richtig los. Das war vor 15 Jahren. Bereits 2002 hängte Joachim seine Karriere als Cellist endgültig an den Nagel, um nur noch das Unternehmen voranzutreiben. Doch es lief nicht immer rosig.
Ein unerwartetes Problem stellte sich schnell heraus. Als ich die erste Lieferung vom Tragesystem bekommen hatte, 300 Stück, konnte ich mir nicht groß was drunter vorstellen. Dann standen auf einmal drei Paletten vor meiner Tür. Ich hatte eine 50 Quadratmeter Wohnung. Und dann habe ich bei meinen Nachbarn geklingelt und die Keller belegt. Dann war alles mit Kartons, mit Cello-Tragesystemen in dem Seitenflügel belegt. Das war lustig. Das kleine Problem bekam er schnell in den Griff. Viel schwieriger war es ab 2007. Als der Neuunternehmer voll durchstarten will, braucht er wenige Jahre später 4,5 Millionen Euro Kapital. Ich bin zu Investmentfonds gegangen, habe davor getanzt. Das war ziemlich schwer, auch gerade in Zeiten der Finanzkrise. Aber er hat es geschafft und ist heute selber Millionär. Obwohl er mittlerweile hauptsächlich administrative Aufgaben hat, will Joachim sich nicht ganz aus der Entwicklung verabschieden. Auch wenn seine Mitarbeiter hier den Großteil der Arbeit leisten und sich immer wieder Neues einfallen lassen. Dieses Konzept hier zum Beispiel, das hat der Lasse sich ausgedacht. Das kommt nicht aus meiner Feder. Ja, genau, muss ich ja Doppelverriegelung, muss ich hier, zack. Und jetzt kann sich das Kind selber anschnallen. Braucht es die Mama nicht. Das macht Spaß. Man hört auch, was passiert. Und ein neuer Verschluss beginnt immer am Computer. Hier entsteht der Entwurf. Anschließend drucken die Mitarbeiter die Neuerung in ihrem 3D-Drucker aus. Joachim kann ihn sich dann genau ansehen und als erster testen. Im Keller befindet sich sogar ein Crash-Test-Labor mit speziellen Geräten. Hier prüft Joachim Verschlüsse, deren Funktion lebensnotwendig ist, wie die von Fahrradhelmen. Das Team ermittelt die maximale Belastbarkeit der Verschlüsse mit Hilfe von Gewichten. Die krachen runter und zerren an dem Verschluss wie beim Sturz vom Fahrrad. Dieser soll 7 Kilo aushalten. Joachim testet mit 8. Wird er halten? Das sehen wir gleich. Joachim Fiedler hat einen smarten Magnetverschluss erfunden, den man mit einer Hand öffnen kann. Und der muss jetzt zum Härtetest. Erste Runde geschafft. Selbst bei 10 Kilo bricht der Magnetverschluss nicht. Alle Tests mit Bravour bestanden. Auch die Handyhalterung fürs Fahrrad mit speziellem Saugnapf testen sie. Schließlich soll das teure Smartphone nicht beim kleinsten Hüpfer runterfallen und kaputt gehen. Doch auch die Halterung besteht den Test und darf in den Verkauf. Nach erfolgreichem Crashtest gehen die Prototypen in die Massenproduktion zum Dienstleister nach China. Die Details des besonderen Herstellungsverfahrens sind natürlich geheim. Joachim ist mit seinen Erfindungen längst noch nicht fertig. Die Begeisterung merken wir ihm vor allem an, als er während der Dreharbeiten anfängt, den Tonmann auszustatten. Der kann die Tonangel von nun an bequem an seinen Tragegurt hängen. Zack, perfekt. Anderes Arbeitsgefühl. Hä? Ja, top. Auch der Kameradeckel bekommt eine eigene Halterung, denn der geht schnell mal verloren. Der Universalverschluss funktioniert eben in jeder Situation. Mittlerweile vertreibt Joachim auch Produkte unter eigenem Namen, vor allem Fahrradzubehör. Er ist noch lange nicht fertig mit dem Entwickeln. Dabei geht es ihm nicht so sehr ums Geld. Ich bin von meinem Produkt überzeugt, wir sind von unseren Produkten überzeugt und eben nicht nur von der Funktion, sondern auch davon, dass es dieses gewisse Extra hat, diesen gewissen, dass man positiv gestimmt in den Alltag geht. Seinem Cello hat Joachim alles zu verdanken, obwohl er heute nur noch zum Spaß spielt.